Am Wort ist Irene Neumann-Hartberger. Bitte, Frau Abgeordnete. Vielen Dank, Herr Präsident, geschätzter Herr Staatssekretär. Wir haben viel gehört. Ich möchte nur noch kurz auf das Flughafenentgeltegesetz eingehen. Wir beschließen heute eine Änderung, und das nicht aus Jux und Tollerei, sondern deshalb, weil es ein EuGH-Urteil notwendig macht. Und bisher hat die Umsetzung der EU-Richtlinie ja sehr gut funktioniert, und die Neuregelung ist ja aber nicht nur deshalb zuletzt notwendig, weil auch die Covid-19-Pandemie eine Sonderbestimmung verlangt. Der Passagierrückgang, wir haben es gehört, hat natürlich negative Auswirkungen, und die Anwendung des bisherigen Formelmodells würde eine massive Absenkung der Flughafenentgelte, nämlich um bis zu 40%, auslösen, und das ist natürlich unleistbar. Flugbewegungen und Passagierzahlen steigen aktuell wieder an. Allerdings wird ein Vorkrisenniveau laut Prognosen der Eurocontrol nicht vor 2024 erreicht sein. Die Punkte, die die verstärkte Berücksichtigung finden in der künftigen Berechnung, wurden auch dargestellt. Es ist zum einen die Fluglärmproblematik, es ist das Standortinteresse und es ist ein Diskriminierungsverbot. Und die herangezogenen Kriterien sollen natürlich mit einfließen lassen, nämlich eine positive Standortentwicklung und natürlich viele Umwelt- und Lärmschutzparameter, müssen allerdings geeignet, objektiv und transparent sein. Und im Hinblick auf die Reduktion des Fluglärms wird es spätestens ab 01.01.2024 verpflichtende Lärmgebührenmodelle auf allen österreichischen Flughäfen geben, derzeit ja nur in Wien und Innsbruck. Und abschließend ist natürlich zu sagen, dass die Luftfahrt eine enorme Bedeutung für die österreichische Volkswirtschaft, sprich für die Bruttowertschöpfung unseres Landes hat, für die Beschäftigung und für den Tourismus und natürlich auch für die regionale Entwicklung. Und deshalb ist der heutige Beschluss auch eine Notwendigkeit der Stunde. Vielen Dank.